Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zum alltäglichen Gangsteralltag hier bei GTA 5. Ja, wir sind mal wieder mit Michael unterwegs und wir schauen mal ganz kurz auf die Karte, was wir denn heute so machen. Wir haben S und wir haben ein D, also wir haben zum einen Solomon, das ist glaube ich irgend so ein Filmstar, und wir haben Devin. Ich würde sagen, wir fangen mit Devin an. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr Action. Gut, wir steigen in unser Auto ein. Und dann fahren wir doch schnell zu Devin hin. Weil wir haben ja beim letzten Mal so einen kleinen Auftrag bekommen, dass wir jetzt in Zukunft irgendwie richtig teure Autos klauen müssen. Oder halt sollen. Und ja, da bin ich schon gespannt, ob wir das bei diesem Mal schon anfangen. Oder ob man sagt, boah, das ist ein Ferrari, oder? Oder soll zumindest ein Ferrari darstellen. Richtig geil. Aber wir bleiben bei uns im Auto. Und ich würde sagen, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Ne, das war die nicht. Die jetzt mal schon das Dach weg. Gut. Fahren wir mit dem Cabrio weiter, nachdem es aufgehört hat zu regnen. Und dann fahren wir schnell zum guten Devin hin. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Vielleicht ist ja Franklin oder Trevor auch mit dabei. Und nicht crashen. Gut. Ups, sorry. War nicht absichtlich. Und weiter geht's. Oh Mann, die fahren aber auch gerade wieder so katastrophal, die anderen Mitfahrer hier im Straßenverkehr. Naja, probieren wir es einfach mal. So. Gehen wir hier durch. Wo fahren denn die ja überall? Die fahren ja alle auf der falschen Straßenseite. So, da vorne rechts, da sind wir schon dran. Wir müssen uns auf irgendeine Baustelle treffen, so wie wir mitbekommen. Bin ich schon gespannt, was es dann da so Geheimes zu bereden gibt. So, da sind wir auf jeden Fall richtig, weil da stehen Autos. Und da ist kein... Ach, das ist doch der reiche Typ. Also, es ist der reiche Typ, für den wir die Autos klauen sollen. Weil da rechts steht der Bugatti-Verschnitt und Franklin und Trevor sind auch dabei. Dann schauen wir doch mal. Dress up as traffic cops, you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Der hat seinen dicken Bugatti. So, wo sind jetzt die anderen zwei hin? Die sind auf jeden Fall weg. So, wir sind hier. Oh, ein schicken Auto unterwegs. Und die anderen zwei sind auch schon weg. Also sind jetzt alle weg und wir sind jetzt mit Franklin unterwegs. Gut. Dann schauen wir, ob wir den jetzt zwei den das Auto abziehen können. Vor allem, was das für Auto sein wird, da bin ich auch schon gespannt, wenn es gar so wertvoll ist. Und vielleicht klauen wir das Auto dann für uns selber. Das wäre natürlich wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Muss ich jetzt da rechts, links? Ich fahre mal links. Bitte lass die richtige Wahl gewesen sein. Jawohl, war die richtige Wahl. Gut, dann fahren wir jetzt einfach mal 3 Kilometer in die Richtung. Ja, wie gesagt, für diesen Typ, der mit dem Bugatti gerade weggefahren ist, da haben wir ja letztes Mal so eine Akte besorgt und so ein paar Informationen und so weiter. Und daraufhin hat er irgendwie gemeint, ja, ui, wir müssen da weg, oder? Nee, doch, nee, nee, wir müssen da nicht weg. Es ist echt schwer zu sehen auf der Karte, muss ich sagen, ob ich da weg muss oder nicht. Ja, wie gesagt, bei dem haben wir letztes Mal das abgegeben nach dem, nach der Blitzaktion. Und dann hat er gemeint, ja, wir sollen doch Autos für ihn klauen und da machen wir viel Geld. Und naja, viel Geld, da sind unsere Protagonisten sowieso immer dabei. Franklin, Trevor und Michael, die brauchen alle sehr, sehr viel Geld und deswegen machen wir das jetzt einfach. Und ja, mal schauen, wie viel da letztendlich dann rüberspringt an Geld. Sag mal, ist das Auto eigentlich so langsam oder fahren die anderen zu schnell? Oh, wir rufen Michael an, okay. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Alright, man, look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there. Get him going at speed. Okay.
Ist das Auto eigentlich echt so langsam oder fahren die anderen so schnell? Das ist echt gerade ein bisschen verwirrend. So, da oben ist es irgendwo. Okay, der Königseck. Was denn auch sonst? Oder zumindest der Königseck-Verschnitt. So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Na toll, da haben wir jetzt nochmal die größte Chance. Oh, was ist der? Ne, also der blaue soll ein Pagani, glaubst du, und der vordere ein Königseck. Ja, das sind zwar echt geile Autos. Und die kosten ja, glaube ich, sehr viel Geld in-game. In der Wirklichkeit ja auch. Oh Gott, wir fahren hier im Gegenverkehr. What the fuck? Okay, auf jeden Fall. Wir müssen ihn ja nur da irgendwo hinlotsen. Ups, jetzt habe ich gerade links oben gelesen. Da bin ich voll in den LKW rein. Aber soweit sind die zwei nur nicht weg. Das sollte eigentlich nur alles im Rahmen sein. Klar, gegen die zwei Autos haben wir keine Chance, da irgendwie hinterher zu kommen. Deswegen lassen wir die jetzt erstmal abziehen. Wie sind die da so schnell durch den dichten Verkehr durchkommen? Das gibt's ja gar nicht. Oh, ich komme da fast gar nicht durch. Hilfe! Nach oben und weiter geht's. So, ich sehe die Typen gar nicht mehr. Wo sind die? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh mein Gott! Okay, jetzt sind sie fast weg. Das ist schlecht. Das ist ziemlich schlecht, wenn die jetzt weg wären. Aber das ist ziemlich scheiße zum Fahren, weil da so viel Verkehr ist. Schauen, dass wir da wieder ein bisschen rankommen. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder dran. Wir sehen sie wieder. Wir werden anscheinend auch ein bisschen langsamer tun. Da vorne sind sie. So, jetzt fahren wir mal die gleiche Linie. Da kommen wir wahrscheinlich besser durch den Verkehr durch. Da kommt Füchschen. Oder ein Coyote, keine Ahnung. So. Da gibt es mal Gas jetzt. Weil das fahrt ja nur in Sack. Nice. Wann kommt ein Frank? Wann kommt ein Michael und Trevor endlich zur Aktion? Jawohl, da ist der mal abgeräumt. War eigentlich nicht so geplant. War ehrlich gesagt nicht so geplant, aber der wird jetzt eh wahrscheinlich mit ungefähr 1000 km/h von hinten anrasen. Ja, ja, einfach mit denen hinterher. Jetzt kommt was. Jetzt wird auf jeden Fall gleich was kommen. Okay, wir rufen schon mal Michael an. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Oh Gott. Motorrad fahren, na supi. Okay, wir müssen direkt hinter die. Mal schauen, ob wir da rankommen. Was macht ein Trevor jetzt? What the fuck? Achso, ich hätte auf der normalen Fahrbahn bleiben sollen. Ups, oder? Ich weiß gar nicht. Die haben sich jetzt aufteilt. Einer fährt links, einer fährt rechts. Wir fahren hier übelst im Gegenverkehr. Oh shit. Es ist nicht einfach. Es sieht einfacher aus, als es ist, mit dem Motorrad zu fahren. Deswegen machen wir es nochmal. Es war nicht einfach. Es war echt interessant. So, jetzt laden ein bisschen. Bitte lasst gleich bei die Polizeiaktionen. Also beim Polizeimotorrad anfangen, nicht zu sprenkeln. Jawohl, gut. Fängt wenigstens richtig an. Jetzt muss ich nur lesen, ob ihr auf der Gegenfahrbahn muss oder ob er auf die normale Fahrbahn soll. Okay, ich fahre auf der normalen Seite. Ich glaube, ich hätte zwar umgemüsst, aber. Nein. Kann man nichts machen. Gut, dann schauen wir, dass wir den mal kriegen, den da vorne. Bei Gegenverband, da weiß jeder, dass ich jetzt mal drauf gehe. Ja, wir kommen hier langsam näher, aber leider nur ganz, ganz langsam. Drüben fährt Trevor. How you doing, T? We gotta hang in there. Wo? Trevor geht voll ab. So. Können wir die Sirenen ausstellen? Our patience will be rewarded. Stay with them.
Oh, wie schnell sind die? Okay, das ist auf jeden Fall... Das dauert ein bisschen, bis wir da rankommen. Aber wir werden die schon kriegen. Wir kommen langsam näher, aber halt wirklich nur verdammt langsam. Oh, jetzt kommt mehr Verkehr. Jetzt kommt mehr Verkehr. Jetzt wird's schwer. Ja, wir kommen ran. Wir kommen langsam echt ran. Jetzt, oh, das ist auf jeden Fall was, was wieder länger dauert. Oh shit, da stehen wir hier. Ich habe nur Angst, dass ich Trevor runterfahre. Das ist mir gerade so meine Angst. Weil der fährt da so riskant vor mir her. Eieieiei. Good. My ass is dead. Oh, jetzt sind wir doch langsam dran. Komm. Franklin haben wir jetzt gleich überholt. Na komm schon. Das soll irgendwas machen, dass ich wieder irgendwie verpeile. Okay. Gut. Geschafft. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing, fucking car? All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! God! Okay. Oder halt so. Auf die übliche Variante. Was, willst du wechseln? Nee, ich soll nicht wechseln. Ich fahr einfach mit dem Königsegg weiter. Oh, you talk a good game. Okay, just don't scratch the cars. Moment, ich will was ausprobieren. Nein! Hey, just spoke to Devin's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Yeah, right, fool! Boah. Auf jeden Fall reagieren die Autos ziemlich... Whoa. What happened there? Ups. Wie kann ich nur mit Charakter wechseln? So als Handy. Okay, kann ich gar nicht. Hey Frank. Yeah. What'd I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting Rise and Racing. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, this is exactly the kind of shit I'd be doing. So thanks, dog. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'd be at anyway. The only thing to figure out now is which one of you is getting the silver medal, right? Cindy should be the lead horse always burns out before the end. Hey, look, Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. You don't sound that different, to be honest. You must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So, he like, to you, what you were to me. I see your house, I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Warum fahren die so langsam? Hallo, wir haben richtig schöne Autos. Da sollen wir nochmal Gas geben. Sollen wir ein bisschen Gas geben, denn das gibt's doch gar nicht. Eigentlich müssen wir jetzt die Autos selber einkassieren, weil hallo. What do you mean? Like, how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just the smell of green? Or is there some other thing with this guy and you? You know, feels funky. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl,
I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing a job, and leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Not on my watch. I'm serious. Both of you, back off her. Jetzt, wo sind sie denn? Gibt's einen, warum sind die so langsam? Coming through! Hey, your car's still alright, right? Good to see you taking this seriously, Frank. Good management. If I'm finna do this, I'm finna do it right. So, how your car, Mike? Haha, my car is fine. Yeah, I hope so, cause I'm in charge of this shit, and I will dock your pay. The stains on the seats were here when I got in. Oh, come on, T-Man, please. Wait up. Sorry, bro. I got a race to win. Ich fahre jetzt einfach zu, das ist mir jetzt zu blöd, auf die jetzt da nur zu warten. Keine Ahnung, warum die da jetzt so langsam fahren. Ja, Vollgas. So, Karre würde ich eh länger nicht mehr fahren. So. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich glaube, die kostet 1,3 Millionen Ingame-Geld. Das ist schon verdammt viel. Oh, shit. Oh, shit. Hey, can you move? I'm in a hurry. Oh shit, links. Oh Gott, ey. Ja, ja, so, jetzt fahren die Autos noch schnell zum Abgabe und dann schauen wir auf die Uhr. Ich sehe 17 Minuten, das wird dann schon für den Part auch schon wieder gewesen sein. Was mich jetzt interessiert, wie viel Geld kriegen wir überhaupt dafür? Das ist, was mich jetzt schon ziemlich interessiert. Hoffentlich kriegen wir da ein bisschen was dafür. Jeder 100.000 wäre natürlich schon ein Anfang, aber... Ja, mal schauen. Weil eigentlich sind ja die Autos wirklich sehr viel wert und die könnten wir eigentlich selber auch gut verscherbeln. So, bestimmt irgendwo da jetzt und dann rechts rum. Und da wären wir auch schon. So, gut. Haben wir alle hingebracht? Jawohl, Frank lässt das nur voll rum. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! It's just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Okay. Leider ist der Anfang. Ich hab gedacht, jetzt kriegen wir schon richtig viel Geld, aber nein. Ups, egal. Was haben wir denn im Bus überholt? Dem Anführer nach. Sekundenbruchteil, ja. Alles klar. Gut.
irgendein Auftrag, was gerade reinkommt? Nein. Oh, wir haben einen Franklin. Also die nächsten Autos müssen wir mit Franklin besorgen. Oh, mit Franklin haben wir sogar einiges zu tun. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's mit Franklin wieder los. Ja. Mal schauen, ob wir jetzt auf der Karte irgendwas haben. Wir haben hier ein D mit Franklin. Wir haben irgendwo ein L mit Franklin. Vielleicht oder auch nicht. Okay, wir haben nur ein D. Doch, da ist das L. Da ist das L. Gut, Attentat mal wieder. Dann schauen wir beim nächsten Mal, was wir als erstes machen. Wahrscheinlich D. Und wieder ein paar Autos klauen. Gut, dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim alltäglichen Gangsterleben. Hier bei GTA 5. Bis dann, macht es gut und ciao.